Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Bis einer heult. Wieder mit Pulitzer. Hallöchen. Und diesmal mit Master Kirio als unser Schiedsrichter. Hallöchen. Ja. Ich bin unbestechlich. Ja, ja. Ist ein bisschen schwierig hier bei Stick Game, weil es kein Scoreboard oder sowas gibt. Deswegen ist der Master Kirio unser Scoreboard. Ich hoffe, er ist zuverlässig. Natürlich. Also, unser Modus war 10 Minuten und wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Genau. Für mich ist das ein Matchballspiel und für dich leider nicht. Ja, das steht jetzt 4 zu 5. 5 zu 4 für mich, ja. 5 zu 4, ja. Und ja, wenn ich das heute noch gewinne, gibt es noch ein weiteres Spielchen. Wenn nicht, war es das erstmal für die erste Staffel. Für die zweite Staffel haben wir uns schon was überlegt. Aber bis einer holt, zweite Staffel dauert dann noch ein bisschen. Und du gehst mal hinten schön runter, dass wir schön gleiche Ausgangsvoraussetzungen haben. Ja, ja, ist ja gut. Und Kevin, du startest das Match. Okay, es geht los in 3, 2, 1, los. Ja, super. Fängt ja gut an. Hier, viel Spaß damit. Ja, danke. Was genau treibst du da? Ich versuche dich mit der Waffe zu treffen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Bei manchen Levels wird es wahrscheinlich so sein. Also Master Keio wird immer versuchen, runterzuspringen. Und wir hoffen, verdammt, dass das ordentlich funktioniert. Oh! Scheiße. Vor allem, das ist so asozial. Weißt du, ich bin noch drauf, aber du stirbst halt einfach nicht beim Runterfallen. Ups. Na, da hat er Angst gekriegt hier vor meiner Waffe. Ja. Ich bleib hier. Na, dann mach doch hier. Komm her, komm her, komm her, hä? Ah, das Ding ist unfair. Ja, durch die Wand. Oh oh. Oh oh. Gott sei Dank. Das war knapp, ey. Mich hätte beinahe meine eigene Schlange aufgefressen. Ich glaube, es steht unentschieden. Oh mein Gott. Oh. Nein! Du hast mich hochgehauen. Das hat so ein bisschen was von Soldat. Oh. Nein! Oh, wie assi. Wie assi. Oh nein, die Map ist welche schlimm. Map ist das? Was macht die? Ach, das ist so eine. Tschüss. Oh. Nein, ich hätte noch hochkommen können. Boom. Ja, Shotgun. Die Shotgun ist echt krass hier. Ja, vor allem, weil man sich auch sehr gut einfach damit umbringen kann. Oh, nee, nicht da drauf. Das solltest du lassen. Boah, hast du ein Glück, ey. Ja. Alter, du bist gut in dem Spiel dafür, dass du es noch nie gespielt hast. Ja gut, es unterscheidet sich aber auch nicht viel von den anderen Stickfight-Games, die es gibt. Das stimmt allerdings. Hättest du mir mit der Leertaste nicht sagen dürfen, jetzt komme ich nämlich besser mit zurecht. Nein! Oh, was? Ich hab nicht hat die auch so einen Rückstoß? Ja, das ist ja einfach nur eine Schlangenschrotflinte. Was ist das da oben? Das kannst du umkippen. Kevin, wie viel steht's? 8 zu 4 für Lukas. Oh mein Gott. Yay. Oh, nein, 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 nein. Die Map ist furchtbar. Ich will das Gewehr. Oh, oh. Wo bin ich? Oh. Hilfe. Hi.
Verdammt. Oh, Gott sei Dank. Das war knapp, ey. Ich würde mal sagen, das Lichtschwert da oben ignorieren wir, oder? Nein! Nee, tun wir nicht. Oh, das war knapp. Feigling. Alter, wie viele Waffen liegen da oben drauf? Stimmt. Oh, Bam. Es ist halt auch eine One-Hit-Waffe, ne? Ich weiß es gar nicht, ich glaub schon. Alter! Ist nicht deins, oder? Nee, überhaupt nicht. Warum muss die denn nochmal kommen? Es gibt doch genug. Ah, das ist der Rocket Launcher. So, die Hälfte der Zeit ist um. Hör ich jetzt mal auf! Du kannst halt echt überhaupt nichts machen, wenn du damit gepflastert bist. Nicht wirklich. Komm her, hey. Jesus, die Anacondas sind echt übel. Oh, das ist eine fiese Map. Boah. Smashed. Steht das selber bei dir auch? Nee, ich weiß, ich achte gar nicht drauf. ach so. Ja! Oh Mann! So, dieser Gleichstand. Oh, Gleichstand. Fällt mir nicht. Das ist jetzt natürlich fies. Ach, scheiße, ich wollte auf die andere Seite von dem Ding runter. Hätte ich nicht machen sollen. Das macht ja wirklich Schaden. Alter. Zwei zurück, glaube ich. Ja. Nein. Was war das denn? Rachne. Oh shit, die Igel. Boom. Die ist so krass. Ich glaube, die hatte ich noch nie, tatsächlich. Die ist echt übel. Dreht sich das Ding irgendwann schneller? Nee. Oh. Boah, Gott sei Dank hast du sie selber gekillt, ey. Schrotflinte ist halt echt Mörder. Nicht. Die kommen ganz schön häufig. Naja, aber es sind immer, lol, unterschiedliche Ausprägungen. Oh oh. Boah, war das knapp, je. Wie bitte? Ich hab den ersten Strahl okay, noch überlegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war cheap, sorry. Ernsthaft, Shotgun auf diesem Level? Was war das denn jetzt? Charakter geguckt. Da bin ich ja, zufrieden. Ja. Als ob wir hier nicht schon genug Schlangen haben, ne? Oh, Gott sei Dank. Das war knapp, ey. Die wirst du nicht mehr los, ne? Nee. Ich glaube, das geht gar nicht. Komm schon. Lacker. Oh, schon wieder? Und ich bin immer auf derselben Seite, ne?
Wollen wir das letzte Match eigentlich immer noch gelten lassen, wenn die 10 Minuten schon um sind? Oder 10 Minuten ist der Cut? Ja, das letzte Match, oder? Das letzte angebrochene Match dann, ja. Okay. Boah, das Knappi, ey, da hätte ich mich selber beinahe weggesprengt. Bin auch dafür, dass du uns jetzt nicht mehr sagst, wie es steht. Was ist mit der Waffe hier gerade? Willst du mich verarschen? Feuer drückt Fässer, Kisten weg. Ja, das ist sehr hartes Feuer. Oh mein Gott! Nein. War das Knappi! Die Map kannte ich noch nicht. So, das ist jetzt letzte Runde. Letzte Runde. Mhm. Oh. Und es steht 21 zu 15 für Pulitzer. Yeah! Yay. Machen noch eins. Um Gottes Willen. Ja, am Ende habe ich noch mal ein bisschen aufgeholt, ey. Ich habe schon gedacht am Anfang, oh. Was mir überhaupt nicht liegt in dem Game sind Nahkämpfe. Ja, die sind auch schwierig. Kevin kannte das ganz gut, als wir das letzte Mal gezockt haben. Oh, und jetzt der... So, jetzt geht ihr beide drauf. Jetzt müssen wir gegen dich kämpfen. So, die Bonusrunde. Genau, das ist die Bonusrunde, um meinen Sieg zu feiern. Pass auf, den darfst du nicht berühren. Ich bin tot. Komm. Es sieht schon geil aus, muss ich sagen. Die Lichteffekte sehen schon ganz nett aus, muss ich. Für so ein einfaches Spiel. Aber dann, ja? Ich bin mir noch nicht sicher, was ich als nächstes Spiel picke. Ja, es ist langsam ein bisschen dünn, muss ich sagen. Mhm. Also ein paar hatten wir ja noch auf Halde, aber... Wie wär's aber mit einem Rennspiel? Das hatten wir die ganze Zeit auch nicht. Stimmt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüssi. Macht's gut, ciao. Ciao.